Gefahr par excellence. Heißt das neue Level hier bei 7 Billion Humans. Hi, herzlich willkommen, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Hicks, hatten auch alle Spaß auf der Jahresfeier. Sie waren gar nicht eingeladen. Naja, ich denke, nach der Party sauber zu machen ist genauso schön, wie auf der Party zu sein. Scheint so, als sei jemand in diesen Raum gekommen und hätte einige Datenblöcke beschädigt. Die Leute vom Support wollen, dass wir eine Inventur machen. Sehen Sie diese Tabelle dort? Addieren Sie einfach jede Zeile auf und schreiben Sie die Summe auf die Spalte rechts. Es war eine harte Nacht. Ach ja, achten Sie auf das Higgs-Löcher. Okay, addieren Sie den Inhalt jeder Zeile und schreiben Sie das Ergebnis in den Datenwürfel auf der rechten Seite. Jo. Okay. If rechts von mir ist kein Loch. Machen wir einen Step nach rechts. Else. Machen wir einen Step so. Das ist cool, oder? Einfach so schräg hinauf. Oder? Ja, das passt schon. Wir müssen nur schauen, wie können wir dann zum nächsten Datenblock richtig hinkommen. Naja, ist ja egal. Zuerst fragen wir mal, wenn ich auf einem Datenblock stehe, dann sage ich mal Pickup und Set. Na, Add hätte ich mal gesagt. Kalk. Mem1 ist Mem1 plus mein Ding. Wenn Mem1 noch nichts ist, ist es dann automatisch 0? Das ist die Frage, weil sonst müssen wir es initialisieren. So, ist Mem1 plus Ding. Ja, passt perfekt. Also und? Aha. Ja, nicht und. Moment. If. Machen wir ohne und. Ohne. Ist ja wurscht. Weg. So. If. Rechts von mir ist keine Wand. Weil die, wenn das eine Wand wäre, dann würden wir. Hoppla. Dann müssten. Ach, bitte, jetzt verschwind. Dann müssten wir ja das Ergebnis reinschreiben. Logisch, oder? Das heißt, Pickup, Boom, Drop dürfen wir nicht vergessen. So, aber ist eine Wand, dann ist es leicht, weil dann sage ich Pickup und Write. Mem1. Und End natürlich. Dann wären wir am Ende. So, das ist einmal der Schreibteil, der Lese- und Schreibteil. Also in dem Fall, hier würde man lesen. Read. Oder Input. Input. Da. Und dann. Right. So. An diesen Stellen. Und dann haben wir noch einen Move-Teil. Das heißt, hier haben wir den Move-Teil. Cool, oder? Nur die Frage, ich hoffe, die kommen sich nicht in den Weg, wenn ich da einfach blind drauf losgehe und zum Beispiel dem nächsten reinrenne, sozusagen. Weil du gehst dann rauf und dann fragst du mal, genau, dann sagst du, if man geht mal eins rauf und nach rechts und wenn das nicht nur ein Loch ist, sondern mehr als ein Loch ist, dann müssen wir das natürlich wissen. Das heißt, wir fragen, wenn schräg unter uns noch immer ein Loch ist, dann steppst du einfach nach rechts und sonst steppst du wieder hinunter. So. Und an dieser Stelle haben wir dann den Jump. So oder so. Wenn wir wieder schauen müssen, müssen wir einlesen, müssen wir das machen. Und das sollte dann passen eigentlich.
Da sollte man prinzipiell dann fertig sein. If rechts von mir ist kein Loch, dann move ich. Ich schaue beim Datenwürfel, das müsste ausreichen. Das ist 0. Was hat der jetzt? 1 plus 8 ist 9. Ja, passt. Uh-oh. Hier schauen wir mal. Hopp. Uh-oh. Einer ist nicht zurückgekommen. Warum ist einer nicht zurückgekommen? Okay, nochmal von vorne. Warum kommst du, Sack, nicht zurück, mein Freund? Okay. Moment. Huh? Du droppst ihn. Du prüfst auf den Datenwürfel zuerst. Das ist ein Problem. Ah, ich habe das Problem gefunden. Der prüft auf den Datenwürfel und der addiert schon die oberen Würfel mit, weil da welche liegen. Das heißt, das dürfen wir natürlich nicht machen. Solange du in dem Modus bist, dass du noch quasi im Löchlein-Modus bist, wo du raufgesteppt bist, else, also wenn rechts kein Loch ist, else, du steppst so lange herum, bis unter dir kein Loch mehr ist. Das heißt, an dieser Stelle hier, so. Du schaust. Genau, da muss es rein. Der Jump passt eh. Der ist gut. Moment, aber wenn ich da jetzt raufsteige, ich sage, rechts von mir ist kein Loch, ich gehe nach rechts. Super, Ende. Andernfalls steige ich mal rauf und schau, ist unter mir rechts ein Loch? Wenn ja, gehe ich nach rechts so lange, bis ich den Elszweig abpasst. Das müsste passen. Okay, was ist falsch? Schauen wir uns das mal an, rechnen wir mal selber durch. 6 plus 8 ist 14, ist 15, ist 22, ist 30, ist 34, das passt. Die hat ja auch keine Zwischendinger. So, dann haben wir 6, 9, plus 7 ist 16, plus 9 ist 25, plus 7 dürfte 32 sein, das passt auch. Dann 17, da haben wir 4 plus 9 ist 3, 10, soll man die Blöcke einfach ablegen? Steht nichts von ablegen. Wir haben sie reingeschrieben, die Ergebnisse. Warte mal, 13, 16, 17. Das passt auch. Dann haben wir 9, haben wir 15. Dann haben wir 10, 17, 22 und 5 sind 29. Das passt auch. Dann haben wir 5, 9 sind 14, sind 23, sind 30. Das passt auch. Dann haben wir 6, 14, 21, 26. Wieso passt ihm das nicht? Müssen wir es einfach wieder ablegen, oder was? Sollen wir einfach droppen, oder was? Warte mal kurz. Right, und dann sagen wir der Drop. Von mir aus. Boom. Okay. Dann halt mit Drop. Passt auch. Ja, cool. Hammer. Drucketikette 1. Ja, wir müssen hier etwas ansprechen. Jemand in diesem Raum, wir nennen jetzt mal keine Namen, hat seine Druckerprivilegien missbraucht. Diese Person hat persönliche Grußkarten gedruckt, Fotos von ihr selbst vor dem Toilettenspiegel, Auszüge aus einer Art Fanfiction-Novelle. Diese Person ist ganz klar einsam. Trotzdem müssen wir lernen, unsere Druckernutzung einzuschränken. Und nicht zu drucken, als wären wir in einer Art Endlosschleife. Als ob Daten beliebig oft kopiert werden könnten. Ja, wir sollten unsere Achtsamkeitsdruckübungen gewissenhaft ausführen. Ich lasse das Flugblatt mit der Einweisung einfach mal hier. Wir müssen nachhaltiger in unserem Drucken werden. Jede Arbeitskraft muss exakt 5 Datenwürfel ausdrucken und sie irgendwo ablegen. Und jeder Einzelne sollte einmal über die Auswirkung seines Handelns denken. Okay.
wir haben das, den Kalkbefehl und der Kalkbefehl ist ausreichend. Weil wir sagen mal am Anfang, set dein Memory 1, das ist einfach, wie oft habe ich gedruckt, das Memory 1, setzen wir mal auf 0. Dann setzen wir Memory 2, setzen wir auf Nearest Drucker. Cool, oder? Und dann beginnen wir eigentlich, wir gehen Step to Mem2. Oder nein, wir können ja eigentlich Take from Mem2 einfach machen. Da müsste automatisch hingehen. Take from M2 und dann würde ich sagen, machen wir folgendes. Nearest. Oh. Ja, dann gehen wir einfach auf irgendeinen zufälligen Platz. Das heißt, wir sagen Step zufällig in irgendeine Richtung. Eine nächste freie Feld, das ist ja zu, das wäre ja zu schwer, ne? Step in irgendeine Richtung bis, also if Richtung Dung ist nichts. Na, ungleich nichts. Step in irgendeine Richtung, bis du halt endlich einmal irgendwo bist, wo du eben nichts hast. Wenn das so ist, dann drop. Wir sagen da noch if mem1 ist kleiner 5. Machen wir diesen ganzen Schwachsinn hier. So, hopp. So, solange genau wir nehmen was. Wir schauen, bin ich auf nichts. Dann drop, sonst step. Und dann darfst du auf jeden Fall hierher jumpen. Hier haben wir unser Ende. Wobei die sowieso ins Ende gelangen. Ja, ja, ist schon klar. Drop und natürlich würden wir sagen, Kalk Mem1 ist Mem1 plus 1. Dankeschön. Nice. Die Drucketikette 1. Abgeschlossen. Super. Nicht schön, aber gut genug. Gut genug, um weiterzukommen. Drucketikette 2, Jahr 40. Da sind wir ja schon richtig alt. Und da werden wir wieder mal. Ja, es scheint, dass unser Drucketikette-Flugblatt in der letzten Aufgabe nicht mehr aktuell war. Und deshalb haben wir 25 Datenwürfel verschwendet. Bitte beachten Sie also die aktualisierte Anweisung. Kopieren Sie die Lösung der letzten Aufgabe und fügen Sie sie hier ein. Wieder muss jede Arbeitskraft 5 Datenwürfel ausdrucken. Diesmal allerdings mit den Zahlen von 1 bis 5 beschriftet. Reihenfolge beliebig. Legen Sie die Datenwürfel auf den Boden ab. Okay, das ist easy, glaube ich. Ich glaube nämlich, weil wir können ja einen Wert setzen. Ach. Das heißt, wir nehmen einfach einen Datenwürfel und überschreiben ihn sozusagen. Und kopieren einfach die Lösung, das ist dann wirklich easy, ja? Wir sagen kopieren, dankeschön, weiß ich. Wir gehen raus. Wir gehen zur Drucketikette 2. Wir überspringen den ganzen Schmafu von vorher. So, sagen, einfügen. Und anstatt diesmal allerdings mit den Zahlen von 1 bis 5 beschriftet Reihenfolge belieb ich. Okay? Ja, wenn wir 1 bis 5 haben, dann würde ich mal sagen, wir setzen das da auf 1. Wir fragen hier aber kleiner 6 ab. Take from. Set. Na, warte mal. Entschuldigung. Write. Mem, Moment, Take from Mem 2, Mem 1. Und dann dürften wir dasselbe haben, richtig? Ich denke ja. Hoppla. 1, 2, 3. Schaut gut aus, glaube ich. Jetzt geht er durch die Testfälle. Super. Perfekt. Bildentschlüsselung ist das nächste. Aber erst nach dem Cut.